Hast du dir einmal die Frage gestellt, warum die einen Menschen eher einen größeren Erfolg haben, es ihnen leichter fällt, Projekte und Teams zu formen und gemeinsam Ziele zu erreichen und andere nicht? Nun, dann bist du heute hier richtig zum Thema, wo du bist und wie das, wo du gerade in deiner Persönlichkeitsentwicklung bist, deinen Erfolg beeinflusst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Ja, wir begleiten jedes Jahr Menschen dabei, sich selbstständig zu machen, ihr Unternehmen zu vergrößern oder schließlich dann auch zu verkaufen. Und natürlich steht immer die wichtigste Person dabei im Vordergrund. Das ist die Unternehmerperson, das bist du. Ich habe einfach mal heute ein Beispiel mitgebracht. Du sitzt beim Arzt, hast vielleicht Knieprobleme, Magenprobleme und der Arzt sagt, naja, dann werden wir mal anfangen zu operieren und gucken, was wir alles machen können. Sie wissen ja, ich habe hier mich verschulden müssen für die Arztpraxis, für die Klinik, für die Geräte und wir gucken mal, was wir alles heute für Geschäft mit Ihrem Körper machen können. Nun, ich glaube, dann geht es dir genauso schlecht, als wenn du beim Versicherungsberater sitzt und der dir sagt, ich weiß, was Sie schon alles brauchen, aber Sie müssen auch mich verstehen, ich brauche viel Provision, ich muss auch viel Umsatz machen und ich werde schon alles Wichtige finden und Notwendige finden, was Sie versichern müssen. Wenn du solchen Menschen gegenüber sitzt, die nur ihr eigenes Wohl, ihr eigenen Vorteil im Fokus haben, nun, dann wird es dir auch klar sein, dass du dich da wahrscheinlich nicht so wohl und aufgehoben fühlst. Es gibt also bei den Menschen und ihrer Motivation, wenn sie mit dir zusammenarbeiten, dir was verkaufen, dich beraten, ganz unterschiedliche Beweggründe. Und das, was ich gerade eben gesagt habe, diese Beispiele mit dem Arzt und dem Versicherungsberater, das ist sehr übertrieben, ist plakativ. Aber die Menschen, deine Kunden, dein Umfeld nehmen schon wahr, wie du dich vorbereitest. Erstes Beispiel. Wenn du eingeladen bist auf eine Feier, auf ein Event, auf eine Geburtstagsveranstaltung und du gehst dorthin und sagst, hier möchte ich viel trinken, hier möchte ich viel essen, ja und mitgebracht habe ich nichts. Nun, das sagt wahrscheinlich genau das Gleiche aus wie der Arzt. Der hat nämlich seinen Vorteil genauso im Fokus wie du. Wenn du beispielsweise in einer Firma arbeitest und dir keine Gedanken darüber machst, wie du deinen Raum gestaltest, ob du deinem Kunden eine Tasse Kaffee anbringst, wie du dich anziehst, ob du dich so präsentierst, wie es dem für den Kunden am angenehmsten ist, nun, dann bist du auch nicht sehr viel besser als der Versicherungsberater, der nur seine Provision im Fokus hat. Es gibt also bei uns Menschen ganz unterschiedliche Einstellungen, die von der Persönlichkeitsebene abhängen, wessen Wohl sie suchen. Und hierfür habe ich heute eine Grafik mitgebracht, die dir auf 8 unterschiedlichen Ebenen zeigt, wo wir Menschen uns befinden, ja, und auch wo du dich heute befindest und vor allen Dingen welchen Einfluss, welche Auswirkungen auf deinen Erfolg hat. Denn wenn du hier in der Stufe 1 bist, kann ich dir jetzt schon schriftlich sagen, deine Selbstständigkeit, dein Gewerbe, dein Unternehmen, das wird sehr lange brauchen, bis es erfolgreich wird. Nun schauen wir uns die erste Stufe an. Die erste Stufe hier unten, das sind die Menschen, die eine Person im Fokus haben und das ist ich. Das sind diejenigen, die überleben, die einfach auf die Welt kommen und ums Überleben kämpfen. Du hast damit angefangen, ich habe damit angefangen als Baby, haben wir ja nicht das Volkswohl im Ziel, wir wollen nicht die Tierwelt retten, sondern als kleiner Mensch wollen wir erstmal überleben. Das Dumme ist nur, dass viele Menschen hier unten stehen bleiben und keine große Verantwortung für Familie übernehmen, für das Land und die Vereine. Nun, wenn wir uns dann weiterentwickeln, dann kommen wir in die zweite Ebene. Ich nenne das einfach mal, um das mal plakativer zu machen. Das sind die Menschen, die sich irgendeiner kleinen Gruppe, einer Subkultur anschließen, ihren Kumpels, die sagen, my brother und alle anderen automatisch heißt, sind raus. Das heißt, diese Menschen schließen sich einer Gang an, einer Gruppe, einer Gemeinschaft und die halten zusammen und alles andere sind Feinde, sind keine Menschen, sind Gegner. Okay? Nun, wenn es nun weitergeht, dann entwickeln sich die Menschen weiter und sagen, ja, ich möchte jetzt hier aber auch Macht übernehmen, ich möchte hier auch was beeinflussen. Das sind dann auf der einen Seite, können das die Helden sein, das können aber auch die Einzelkämpfer sein, das sind diejenigen, die dann sagen, der Stärkere besiegt. Die bereichern sich und nehmen Einfluss dann auf Kosten der Schwächere, die dann beseitigt oder besiegt werden. Wenn die Entwicklung dann weitergeht, dann kommen wir in das vierte Level. Das sind dann die Menschen, die sagen, okay, es macht Sinn, dass wir uns organisieren, dass wir Rechte und Pflichten haben. Das ist dann der Loyale, der Bürokrat, der dann Systeme schafft. Kannst du dir vorstellen, wie so ein klassischer Verein, so eine kleine Gruppierung, wo es eine Satzung gibt, wo es ein Beschlussbuch gibt. Da gibt es ganz festes Regelwerk. Zu Hause in der WG gibt es dann die WG-Ordnung oder in anderen Gemeinschaften. Nun, hier wird dann definiert, was ist richtig und was ist falsch. Und wer dann sich danach nicht richtet, nach diesen Ordnungen, der fliegt dann halt raus, wird bestraft und alle anderen werden belohnt, die da drin bleiben.
Wenn du jetzt weitergehst, eine weitere Entwicklung machst, dann wirst du irgendwann feststellen, okay, es macht ja Sinn, nicht nur Systeme und auch Bürokratien und Vereinigungen zu schaffen, sondern die auch einem Zweck zuzuführen. Das sind dann meistens die Materialisten, die Kapitalisten, die dann zum Beispiel eine Firma gründen und sagen, wir werden jetzt etwas aufbauen, gemeinsam einem Zweck zuführen. Wir wollen Werteschöpfung, Autos produzieren, Landwirtschaft betreiben. Also da gibt es irgendetwas, wo dann das Materielle im Vordergrund steht für diese Gemeinschaft und damit auch Wohlstand geschaffen wird. Wenn diese Menschen sich jetzt weiterentwickeln, zum Beispiel dann sagen, okay, ich möchte jetzt nicht nur für eine kleine Gemeinschaft, einen Club, einen Stamm, eine Firma, ein Unternehmen Verantwortung übernehmen, dann denken die noch eine Ebene höher und werden dann zum Beispiel über Landesebene, über politische Ebene, also wirklich über Nationen dann gesetzt und denken auch so weit und haben auch Wertesysteme, dass sie eine ganze Nation auch in ihrem Denken beeinflussen. Im Zweifelsfall früher, vor ein paar hundert Jahren, dann als König dann auch in die Schlacht ziehen, um das Land zu verteidigen. Diese Menschen fangen schon langsam an, sich selbst auch zu opfern für eine Gemeinschaft, für ein größeres Wohl. Die siebte Ebene, das sind dann diejenigen, die sogenannten Idealisten, die sagen, also diese Nationen, die sind jetzt nicht so wichtig. Es ist auch nicht so wichtig, welche Grenzen es gibt, denn wir sind ja alle Menschen. Also wir haben eine große Empathie und ein Verständnis für jeden. Wir haben dieses Prinzip der Liebe zu anderen Menschen. Die fangen dann an, humanistisch zu denken und zu planen. Also die haben eine wesentlich größere Perspektive, wesentlich größere Ordnung. Und hier ganz oben, nun, hier steht der Holistiker. Hier steht der Mensch, der das große Ganze sieht. Die Holistiker sagen dann beispielsweise, die Erde, das ist ein Organismus, oder es gibt spirituell gesehen einen Schöpfer und der hat das Ganze geschaffen und alles ist die Schöpfung und alles müssen wir jetzt retten. Und das ist auch ein Mensch, der opfert sich dann auch zum Beispiel für die gesamte Schöpfung. Nun, wir sehen also hier eine Entwicklung, dass hier ganz unten wir einen Menschen haben, der an wen am meisten denkt? Nun, an sich selbst. Und wenn du auf diesem Niveau deine Selbstständigkeit aufbaust und sagst, ja, ich will dir was verkaufen, damit ich Vorteile habe. Ja, wie kann ich dir was wegnehmen, damit ich mehr habe? Es wird schwierig, dass du weiterempfohlen wirst. Es wird schwierig, dass du im Verkaufsgespräch überzeugst. Es wird schwierig, dass du Beziehungen aufbaust, Kooperationen, ein Team aufbaust, was dir freiwillig nachfolgt. Und je weiter nun diese Menschen nach oben kommen, je weiter du dich als Persönlichkeit weiterentwickelst, desto größer wird die Gruppe, desto größer wird das Denken, desto größer wird die Verantwortung, die diese Menschen bereit sind zu übernehmen. Das heißt, dieser auf der Stufe 2, der schmeißt sich schon für seinen Kamerad vors fahrende Auto. Der opfert sich für seinen Brother, für seinen Bruder, für seinen Kameraden. Ja, Semper Fi, also immer treu und sozusagen diese ganzen Dinge kommen dort her. Und je weiter die Menschen in ihrer Persönlichkeit sich auf diesen Levels, da gibt es auch einen Namen dazu von dem Soziologen, den Herrn Grave aus den USA, so weiter, je weiter oben du auf diesen Grave-Levels dich persönlich entwickelst, je mehr Verantwortung du übernimmst, nicht nur für dich, sondern hier, für die gesamte Welt beispielsweise und was darüber hinausgeht, Universum, je weiter, desto weniger haben die Menschen sich selbst im Fokus, sondern das große Ganze. Jetzt meine Frage an dich. Wenn du dich selbstständig machst, wenn du das Kundenwohl im Fokus hast, welcher von diesen Menschen wird wohl unternehmerisch am meisten Erfolg haben? Wo wird der Kunde bei diesen verschiedenen Typen sich am meisten aufgehoben fühlen? Derjenige, der sagt, ich bin der Einzelkämpfer, ich bin der Ritter, ich bin der Held, ich muss dir eins auf den Kopf hauen, weil du der Schwächere bist und ich nehme dir alles weg. Oder bei dem, der nur an sich selbst denkt, klar, ich weiß, das ist provokativ. Oder bei dem Menschen, der sagt, hey, du bist ein Mensch, ich bin Mensch, wir haben die gleichen Rechte. Lass uns was gemeinsam machen, wenn ich dir dienen kann, dann mache ich das. Oder sogar der Mensch, der sagt, hey, bevor hier ein Volk unterdrückt wird, wie in Indien, durch die Engländer, die ganze Nation, opfere ich mich lieber, gehe in einen Hungerstreik und zettle eine gewaltlose Rebellion und Revolution an, wie es Gandhi schließlich gemacht hat. Nun, wahrscheinlich wirst du dich Gandhi mehr anschließen als dem Straßenschläger um die Ecke. Was ist nun deine Aufgabe? Nun, ich lade dich ein, die Grave Levels mal ein wenig zu studieren. Im Internet gibt es viele solcher Hilfen und auch Orientierung. Und natürlich wird es dir alleine nur das Wissen um diese Methodik, um dieses Symbol, um dieses Modell nicht weiterhelfen, sondern du bist eingeladen, in deiner Persönlichkeit zu arbeiten. Du bist eingeladen, über die Tellergrenze deines Seins hinauszudenken und dir Gedanken zu machen, welches Problem hat mein Nächster? Wie kann ich
helfen? Wie kann ich Teil der Lösung sein, anderen Menschen Probleme zu lösen? Wie kann ich mich weiter aus- und fortbilden, um noch besser die Probleme anderer Menschen zu lösen? Und hier kommen wir zu ganz alten Sprüchen zurück, die schon ein paar tausend Jahre alt sind, wo ein weiser Mann gesagt hat, oder vielleicht mehr als nur ein weiser Mann gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und das entscheidet diese Menschen. Hier ist der Ich-Fokus und hier diese Menschen haben den Du-Fokus oder das Gesamte als Fokus, als Zentrum ihres Handelns, als Zentrum ihrer Motivation, als Zentrum ihres Seins. Du als Unternehmer entscheidest nun oder als Gründer, wo du dich befindest. Und wenn du dich im unteren Gebiet hier befindest, glaube ich, wird es sehr schwierig, dass du wirtschaftlich erfolgreich sein wirst, dass sich Menschen dir anschließen, dass du weiterempfohlen wirst. Je weiter du nach oben kommst, desto erfolgreicher wirst du sein in der Kundengewinnung, Mitarbeitergewinnung, desto erfolgreicher wirst du sein in deiner Reputation, was die Öffentlichkeit von dir berichtet, welche strategischen Kooperationen und Allianzen dir zugetragen werden und wo die Menschen sagen, hey, dich möchte ich im Vorstand haben, dich möchte ich im Aufsichtsrat haben, dich möchte ich zu meinem Geburtstag einladen, dich möchte ich einfach in meinem Umfeld haben, weil ich mich darauf verlassen kann, dass du nicht nur dein Wohl im Fokus hast, sondern das Wohl von allen. Es liegt nun an dir, Entscheidungen zu treffen, dir einen Coach zu suchen. Wenn du jetzt möchtest, dass wir dich dabei begleiten, weil wir nicht nur Berater, sondern auch viele Personal Coaches haben, auf diesem Weg der Persönlichkeitsveränderung und Entwicklung, dann kannst du jetzt den kostenfreien Gutschein hier im Folgenden gleich beantragen. Du kannst es gerne abonnieren und natürlich weiterempfehlen. Ich persönlich wünsche den Erfolg, den du dir verdienst. Ich wünsche den Erfolg für den Rahmen, den du bereit bist, auch persönlich Verantwortung zu übernehmen und wie weit du bereit bist, über deinen eigenen Tellerrand zu schauen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.